Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich möchte heute mit euch eine Windmühlenkarte basteln, wo sich eben die Blätter der Windmühle drehen. Ich hatte das schon gleich zu Anfang im Kopf und werdet sehen, es ist gar nicht so einfach. Schaut ja irgendwie profan und naheliegend aus. Aber man muss durch mehrere Schichten und dieser Drehmechanismus, ich habe am Anfang was mit so einer Schnur probiert, das hat nicht so richtig geklappt. Ich bin gespannt, ob es euch gefällt und ob ihr Lust habt, die Karte nachzuarbeiten. Genau, also für die Grundkarte habe ich hier eine Hochkantkarte gewählt, die man dann auch so hinstellen kann. Ich finde, das ist ganz schön in dem Fall. Die ist ein bisschen schmäler als die normale Grundkarte, weil auch das Auflegestück von den Stanzformen ein bisschen schmäler ist. Also uns reichen hier 10 cm. Das geben wir mal in unser Schneidebrett ein und reduzieren die Breite auf 10 cm. Schwupps. Habe ich schon. Brav. Und die Länge war 27 cm und bei 13,5 gefalzt, also 27 cm Länge und wir falzen bei 13,5. Genau, ihr könnt natürlich, das ist ja ein Stück hier, könnt ihr auch auf eine größere Grußkarte machen. Das Einzige, wenn das hier so übersteht, ich habe hier so einen kleinen Eingriff gemacht, damit man einfach das Rad sehr gut drehen kann. Das ist, wenn es ein bisschen größer ist, müsst ihr das ein bisschen tiefer machen. So, also wir brauchen auf jeden Fall eine Grundkarte. Dann brauchen wir die Stanzformen. Perfekter Dreh. Ich schaue mal kurz, wie die heißen. Na, sehr gut. Da ist das gar nicht mehr drin. Sind auf jeden Fall diese Drehstanzformen im Hauptkatalog sind die. Und dazu brauchen wir einmal das Rad und einmal den oder sogar zweimal den Aufleger. Ich habe einmal den Aufleger in Weiß ausgestanzt und einmal mit Tulpen und Himmelmuster. Auf der Karte ist tatsächlich bis auf den Spruch gar nichts gestempelt. Das sind alles Designerpapiere. Naja, dann stanzen wir uns jetzt hier mal den Hintergrund und die Grundkarte aus. Für die Stanzformel, ich glaube, es ist der perfekte Dreh, braucht ihr auf jeden Fall die große Stanz- und Prägemaschine, weil der Aufleger breiter ist wie 9 cm. Dann geht er nämlich nicht durch. So. Das Gute ist oder das total Praktische ist, wenn man das ausstanzt, ihr seht den Steg, da ist gleich das Löchlein, wo einem dann die Mitte des Auflegers markiert wird. Na, sowas, heute mag es nicht. Die Mitte des Auflegers markiert wird und schippen. Aber hallo, das ist natürlich, weil die Platten schon eine kleine Rundung haben. Und weil ich das Papier ein bisschen knapp geschnitten habe oder gewählt habe, muss man in dem Sinn sagen, ich habe ja immer irgendwelche Schnipsel und ich dachte, der Schnipsel passt perfekt. Aber so richtig mag er nicht passen. So, jetzt passt's. Genau. Ups, wenn das so ein sehr geht im Stehen leichter. Normal braucht man überhaupt nicht so viel Kraft für die Größe. Oh, ihr hört es. Wenn man sich und seiner Stanze in Gefallen tun will, macht man es schräg, damit es nicht dieses Wupp drüber hat. Aber das ist, wenn man eh schon so wenig Platz auf dem Papier hat. Und das Zweite, das ist nämlich dieses tolle Tulpenpapier mit dem Himmel. Das ist mir jetzt ausgegangen. Habe ich mir geholfen, auch mit einem älteren Papier, einfach in, ja, das ist, glaube ich, der Himmel. Nehmen wir hier die hellere Seite
Und unten rein schieben wir uns das Tulpenmeer. Das wird jetzt hier ein bisschen in Gelb und Orange. So, jetzt machen wir mal so. Genau. Dann stanzt man sich das schon so aus, wie man es gerne hätte. Ich messe es dann noch mal kurz aus. Genau, jetzt merkt ihr gleich, es ist jetzt auch nur ganz minimal angeschrägt und schon geht es viel besser. So. Genau, das ist jetzt hier dann zweiteilig, aber das kleben wir ja hier drauf und da haben wir eine ganz gute Unterlage und Passform, wie wir es denn dann auch wieder so schön hinkriegen. Genau, dann brauchen wir natürlich die Windmühlstanzen, Tulip Fields. Ups. Ich glaube, das können wir jetzt auf die Seite packen, weil die Windmühlstanzteile habe ich uns alle schon ausgestanzt. Dann wackelt es hier nicht so. Aber eben mit diesem überlappenden Hintergrund, das wollte ich euch gerne zeigen. Genau. Also, Nummer 1. Als erstes brauchen wir hier, in dem Wildleder ist es bei mir, ein Loch, damit das Windrad hier, das sich drehen kann, Platz hat. Das ist durchfädelt. Jetzt weiß ich nicht, da habe ich einfach alles mal ganz profan weggeschnitten. Wir können natürlich auch versuchen, den Kreis auszuschneiden. Damit wir wissen ungefähr, wie groß das ist. Das ist jetzt so eine Itty-Bitty-Stanze. Ich weiß nicht, es haben bestimmt noch ein paar daheim. Das ist jetzt ein Loch, das ist 0, ist das ein Zentimeter? Also ein knapper Zentimeter Durchmesser. Könnte man jetzt hier mittig reinstanzen. Ich habe das vorher mit der Schere einfach geschnitten. Und damit das Durchmesser, damit das sich hier gut drehen kann, erweitere ich das mal kurz in alle Richtungen. So. Und hier rein brauchen wir natürlich auch das Loch. Das schneide ich einfach mit einer kleinen Schere hier raus, dieses Innenleben. So, genau, das ist jetzt die Durchlässigkeit für das Drehelement. Und ich habe mich natürlich nicht nur durch das Designerpapier schneiden müssen, sondern auch durch den Aufleger. Aber ich klebe es erst auf, dann haben wir es wenigstens einigermaßen gleichmäßig und da schneiden wir dann auch noch ein Loch raus. Alles dafür, dass man dann einen Kreis hat, einen Dimensional Kreis und das hier drauf kleben kann und das sich dann mitdrehen kann. Ich finde dafür, dass es eigentlich so, naja, ein bisschen logisch ist, dass sich die Windmühlenblätter drehen, habe ich da jetzt ganz schön lang rumgetüftelt. Und es ist auch ein bisschen improvisiert. Also das kleben wir jetzt schon mal auf. Das ist ganz schön, dadurch, dass das diesen Stitchrand hat, ist das alles hier so ein bisschen auch geprägt und das rutscht so an seinem Platz. Seht ihr? Direkt aufs Löchlein. Jetzt werden hier noch die schönen Tulpen aufgeklebt von unten, dann haben wir nämlich komplett den Hintergrund schon mal schön gestaltet. Natürlich schaut es auch super aus, das habe ich auch schon bei einer Karte gemacht, wenn man einfach mit dem Blending-Pinsel oben hellblau, unten apfelgrün oder babyblau oben und dann
sind hier in den Stanzen, das ist auch sehr schön, so Tulpenreihen. Die könnte man natürlich auch in den entsprechenden Farben hier hochklettern lassen. Oder man stempelt, da hat man ja dann so strahlenförmige Tulpenfelder. Die finde ich auch sehr schön. Genau, jetzt haben wir hier unseren unser Loch. Und da schneide ich jetzt mit so einer kleinen Nagelschere. Muss schon die Papierschere ran, weil die einfach gescheit schneidet. Auch für Schwerstarbeiten ist die Stampin' Up Schere versuche jetzt in so einer Spirale einen gewissen Abstand daraus zu schneiden. So. Schaue ich mal. Mache es fast hier unten noch ein bisschen wenig rund. So, das ist wahrscheinlich immer ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig. Na, müssen wir hier oben noch mal schneiden. So, jetzt haben wir ein Loch, was glaube ich groß genug ist. Da kommt es mir jetzt noch wenig rund vor. So, okay. Dann haben wir hier die Windmühle, die können wir schon mal zusammenkleben und drauf. Da mache ich einfach verschiedene Klebepünktchen hin. Wer diese doppelseitigen Klebe-Sheets hat, wo man so ganz filigrane Stanzteile, diese Klebebögen von Stampin' Up, die eignen sich dafür natürlich total hervorragend. Die paar Klebereste stören mich gar nicht, weil das wird später hell, das sieht kein Mensch. Aber das wäre natürlich der Profi-Tipp. Da hat man so eine ganz dünne doppelseitige Klebefolie, die man von hinten an die an das Papier, das man stanzen möchte, dran klebt und das stanzt man dann zusammen mit dem Papier aus und hat dann wie so eine Aufkleberfolie, die man hinten abziehen kann und selbst feinste Klebeteile, filigranste, kleben dann perfekt. So, das schaut doch gut aus. Also, da haben wir hier unser Rad und da brauchen wir jetzt Dimensionals. Und entweder man nimmt eckige Dimensionals, ganz normale, und schneidet einfach die Ecken ein bisschen ab und klebt sie aufeinander. Oder man hat so eine Mini-Kreisstanze wie ich und stanzt sich einfach zwei Dimensionalkreise aus. Das ist jetzt hier der erste. Der kommt einfach mitten rein, dann liegt das hier alles schön auf. Und ich nehme jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten. Es könnte wahrscheinlich schon so gehen, aber das ist doch nicht so ein ganz normaler Farbkarton und hier so dünn. Da freut sich die Windmühle, wenn sie nirgendwo hängen bleibt. Deswegen schnappen wir uns hier noch einen zweiten. Chips. Und versuchen den da drauf zu kleben. So, und letztes Mal habe ich mir einfach braunen Farbkarton genommen und den drauf geklebt, weil dann hat man keinen weißen Rand. So ein Reststück. Und die Windmühle wurde ganz einfach mit Flüssigkleber drauf geklebt.
Wupp. Genau, wenn man jetzt hier dreht, dreht sich die Windmühle natürlich. So, jetzt müssen wir das noch aufbringen. Wichtig ist, dass ihr es auf die Grundkarte mit Abstandshaltern klebt, damit das alles ein bisschen Spiel hat. Genau, wenn man es jetzt von hinten so sanft festhält, dreht sich das hier ganz, ganz wunderbar. Und jetzt kommen die Abstandshalter. Und da ist wirklich die Kunst, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, weil die ja doch. Aber das ist schon eine sehr besondere, tolle Karte. Da darf man nicht sparen. Was sich da auch hervorragend eignet, sind von unseren Dimensionals die Ränder. Die sind nämlich auch so länglich. Das ist jetzt hier, die Dimensionals gibt es auch ohne Perforierung, einfach als ganzen Block. Viele nehmen das zum Ausstanzen von Buchstaben. Und ich schneide mir da einfach immer so längliche Stücke zu, wenn ich das so brauche wie jetzt gerade. Jetzt machen wir noch das Eck 1, 2. Dann denke ich, sind es genug. Und dann freue ich mich, dass wir so eine schöne interaktive Windmühle-Lenkkarte haben. Chips. Jetzt wird alles abgezogen. Ich überlege gerade, wo ich dann meine Grundkarte natürlich wieder hingeschusselt habe. Auf diesem Basteltisch. Wo könnte sie denn sein? Ich habe aufgeräumt. Einmal Stanzform runtergefallen. Ach, die. Nee, das ist ja die einfache Karte. Hier haben wir noch das schöne Papier. Habe ich euch noch gar nicht wirklich gezeigt. Das ist das Tulpen. Irgendwas mit Tulpen heißt. Und dann Stanzformen Windmühlen. Verrückt. Das ist auch nicht zweimal. Wo habe ich die denn jetzt wieder hingelegt? Naja, ist egal. Papier haben wir ja genug. Machen wir noch schnell eine. Also, falls ihr die Grundkarte noch nicht habt, könnt ihr jetzt gleich mitmachen. Ich weiß die Karte, die Maße noch im Kopf. Zapp, zerapp. Es waren 10 cm in der Breite und 27 cm in der Länge, gefalzt bei 13,5. So, tada! Grundkarte, die zweite. Ich bin gespannt, wo die jetzt wieder rauskommt. So, jetzt schauen wir einmal, ob wir alle abgezogen haben. Nee. Und dann halten wir sie über. Stopp, stopp. Bevor wir aufkleben, stanzen wir noch. Und zwar ist das auch so eine Zirkelgeschichte. Man könnte sich's vorher auflegen und einzeichnen. Ich habe das. Pi mal Dau, ich habe es gehalten, den Finger dazwischen. Das ist jetzt 1,5, wobei jegliche Kreisform geht. Oder man könnte es sich auch aufmalen und einfach mit der Schere ausschneiden. Also das geht auch. Und man kann es auch mit der Schere nachschneiden. Also links, rechts, oben, unten. So. Genau. Hier oben habe ich anscheinend zu wenig Kleber. Das holen wir nach.
kein Kleber. Oder zu lange geratscht für Kleber. Irgendwie. Soll jetzt nochmal hier dazwischen geklebt werden. Darf es ja, ne? So. Und wir testen alle Flügel hoch. Genau so ein bisschen nach vorne die Flügelchen machen, dass die hier nicht an ihrem Windmühlengebäude hängen bleiben. Also nicht abknicken, sondern wirklich ganz vorsichtig ein bisschen nach oben. Und dann kann man hier so schön die Rotorblätter bewegen. Ich bin gespannt. Schreibt mir mal, wie ihr die Karte findet. Es ist ja jetzt nicht so eine ganz ausgereifte Technik mit ganz, dass man sich hier so ein bisschen improvisiert, aber ich finde, die Technik ist es wert. Wir nehmen uns einen einfachen weißen Streifen und das Celebration Set. Was nehmen wir denn? Wir nehmen hier schön verschnörkelt, damit muss ich eh noch viel mehr machen. Und schaut mal, da ist so ein wunderschönes, ganz klares und toll geschriebenes Vielen Dank. Also mir gefällt hier diese ganze Schrift so gut. Und das hat eine englische Demonstratorin. Wenn man für 1 Million Euro Stampin' Up! Produkte verkauft, darf man ein eigenes Stempelset mitgestalten. Und die hat die Pip. Queen Pip heißt sie, glaube ich. Hat dieses tolle Stempelset gestaltet. Mit den Schnörkeln und mit den verschiedenen Anlässen. Vielen Dank. Schreiben. Oh ja, das schaut doch toll aus. Also alleine die Schrift ist das Stempelset schon wert. Hat auch in der gleichen tollen Schrift zum Geburtstag und so ein schönes Hallo. Also mit dem Set müssen wir uns unbedingt auch noch mehr beschäftigen, weil ich finde, es ist ein ganz tolles Starter-Set. Kommt ohne Stanzen aus, man kann wirklich tolle Dinge stempeln und es kommt nicht ohne Stanzen aus. Die schönen Freundschaftsblüten, wer die schon hat, diese Blüten hier passen nämlich da auch. So. Einen Zaun haben wir noch. Schaut mal, es gibt im Mühlenset sogar noch so nette Zäunchen hier. Die sind gleich mehrfach vertreten. Einmal als Doppelzaun, zweimal, dreimal, viermal als Einzelzaun. Und um diesen Übergang, der vielleicht ein bisschen hart ist mit dem Designerpapier, hier noch zu gestalten, habe ich da einfach hinter die Mühle. Hoffentlich lässt die Mühle das zu. Wollte es nicht. Na gut, dann nicht hinter die Mühle. Schneiden wir es ab. Da konnte ich es reinstecken. Einmal. Was auch süß ist, wenn man es abschneidet, schaut es aus wie ein kleines Hashtag-Zeichen. Also wer noch ein Stanz-Hashtag-Zeichen sucht, ich habe es gefunden. Und hier machen wir das auch. Oder vielleicht kann man es hier reinstecken. Ja, da geht's. Je nachdem, wie ihr geklebt habt, könnt ihr den Zaun einfach hinter die Mühle stecken. Ein bisschen ankleben. Schwupps. Genau. Und wenn ihr aber guckt, bei der Mühle ganz leicht sieht man den Kleber noch glänzen. Aber er ist schon so gut wie unsichtbar. Jetzt haben wir auch noch einen Zaun. Mir gefallen beide Karten. Das ist natürlich liegt es am Papier, dass die eine so mehr so rosa, Kalypso, orange-rot hat und die anderen hier im Gelbschema sind. Der Farbkarton ist, Moment, wie heißt das? Wildleder und Espresso. Genau, und das ist meine interaktive Mühlenkarte. Ich hoffe,
sie gefällt euch, schreibt mir liebend gern einen Kommentar, schenkt mir einen Daumen hoch. Wer kein Video mehr verpassen will, unbedingt Abo mit der Glocke drücken. Und wer mich unterstützen will, ich bin Stampin' Up! Demo, die alle Produkte, die ihr im Video gesehen habt, könnt ihr bei mir bestellen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über jede Bestellung. Dann ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Tschüss!